Im Dialog Schleppdach können Sie im Register Schleppdach im oberen Bereich allgemein die vorgeschlagene Bezeichnung Schleppdach ändern. Ob das Schleppdach zum Hauptdach mit einem Kehlblech ausgeführt werden soll oder nicht, können Sie per Klick entscheiden. Im Bereich Einstellungen sind Sie in der Lage, die vorhandenen Einstellungen, welche sich zum einen aus vorgeblendeten Systemwerten und zum anderen, insbesondere beim Kniestock, aus Werten, die sich aufgrund ihrer Eingabe der Geometrie des Schleppdaches ergeben, ändern. Der Überstand seitlich und der Frontüberstand kann hier nur global geändert werden. Das heißt, dass Überstand links und Überstand rechts identisch ist. Sie sehen, dass Sie auch hier die Registerdachseiten zur Verfügung haben und Ihnen je nach angeklicktem Register die entsprechende Dachseite dargestellt wird. Hier könnten Sie auch den Überstand einer einzelnen Dachseite entsprechend auf einen anderen Wert setzen. Wenn dies geschieht, haben Sie im Überstand seitlich des Schleppdaches wieder statt einem Eingabefeld eine Kombobox, in welcher Sie alle vorhandenen Werte sehen. Sie können jetzt entweder einen der Werte auswählen und diesen entsprechend ändern oder durch Klick auf das leere Feld und die Eingabe eines anderen Wertes alle vorhandenen überschreiben. In dem Falle verschwindet automatisch die Kombobox und Sie erhalten wieder ein klassisches Eingabefeld. Die Dachneigung des Schleppdaches können Sie ebenso eingeben, wie Sie den Kniestock entsprechend verändern können. Wir sagen an der Stelle einfach mal Kniestock 1 Meter. Die Verkofferungswände sind beim Schleppdach im Default aktiviert. Sie haben mit der Auswahl Zugriff auf sämtliche in der Planungsdatenbank hinterlegten Gauben- und Verkofferungswände und sind in der Lage, per Klick zu entscheiden, ob auch im Außenbereich Verkofferungen dargestellt werden sollen. Bedeutet, über dem Dach werden die Verkofferungen dargestellt, wenn Verkofferungswand ausgewählt ist. Außerhalb des Hauskörpers, sprich außerhalb des Außenkantenpolygons des Dachgeschosses, werden diese Verkofferungen nur dann dargestellt, wenn Sie dies per Schaltfläche entsprechend aktivieren. Mit OK sehen Sie die entsprechende Darstellung. Sie sehen, die Verkofferungen sind nur im Bereich über dem Haus, wenn wir die entsprechende Einstellung auf auch im Außenbereich umstellen, dann werden die Verkofferungen hier vollumfänglich auch im Außenbereich dargestellt und bis zur Decke des Dachgeschosses nach unten gezogen. Die Werte können jederzeit wieder geändert werden. Wenn wir zum Beispiel den Kniestock auf 1,50 Meter setzen, sehen Sie, ändert sich automatisch die Einschüftungshöhe im Dach.